Also zum Schauspiel bin ich gekommen, weil ich eine alte Freundin wieder getroffen habe, die Jugendtheater gemacht hat. Und ich war gerade frisch getrennt und einsam und unglücklich. Und das sah man mir wohl offensichtlich an. Und sie sagte so, komm mal einfach mal ins Theater. Ich war übrigens Soldat. Echt? An der Mauer. Und ich habe früher mal Theater als langweilig begriffen. Ich fand das total ätzend, dass sie da so lange reden und das Stück nie ein Ende hat. Also wie klassische Musik ist für mich auch schwierig. Also ganz andere Vorstellungen habt. Und dann habe ich mich da freigespielt, weil vielleicht auch mit Problemen, die Jugendliche erzählt haben, zu tun hatten. Und das haben wir halt alles umgearbeitet. So bin ich zum Schauspiel gekommen. Und dann war es so eine Sucht. Dann habe ich gemerkt, diese kleine Theatergruppe, die gibt mir nicht genug. Ich brauche mehr. Dann habe ich mir woanders, habe ich drei Theatergruppen gehabt. Die haben immer gesagt, der nie kommt, der kann seinen Text nicht. Weil ich ja in drei Theatergruppen war und ich konnte ja nie den ganzen Text lernen. Wie gesagt, ich will irgendwas ausdrücken. Und das ist, glaube ich, der Weg gewesen. Und dann habe ich mich so von einem kleinen Statisten über kleine Sprechrollen so in die Welt bewegt und bin, wie gesagt, durchs Theater ja jetzt auch schon so um die halbe Welt gekommen.